Dimitri Steinmann, wir sind da in Uster oder SM. Wie ist es wieder mal die Heide spielen in einem grossen ausländischen Turnier wie normalerweise? Ja, es ist sicher. Ich wohne 10 Minuten von da. Es ist immer schön, wenn man heimkommt und kann von heim schon gut spielen. Das ist für mich eines der schönsten Turniere vom Jahr. Klar, jetzt haben wir es gewonnen. Das ist natürlich was Eintöpfchen oben drauf. Was ist denn der Sieg sportlich wert, wo jetzt eigentlich der schwerste Gegner mit dem Nicola Müller verletzt gefehlt hat und nicht mehr starten? Also es ist sicher nicht das gleiche, wie wenn das Finale mit dem Steinmann gewesen wäre. Muss man ganz klar sagen, es fehlt ein bisschen, wenn der Nicola nicht da ist. Es ist immer ein bisschen, ein sehr grosser Teil. Ja, gleich, wir sind trotzdem Schweizer Meister geworden. Ja, leider nicht gegen die Nicola. Wie geht es jetzt weiter international? Also ich fliege am nächsten Dienstag, in 2 Tagen bereits, nach Cleveland. Für ein Vorbereitungsturnier von der US Open in 2 Wochen auf Amerika. Also die Saisonvorbereitung hat das angefangen. 2 renommierte Trainer. Inwieweit hilft Ihnen das jetzt zu einer Weiterführung in der Weltrangliste? Zu einem sehr, sehr grossen Teil, vor allem wenn jeweils einer von beiden am Turnier dabei ist. Das ist eine neue Situation für mich. Es hilft sehr, wenn ich gerade zwischen den Sätzen gut zureden tut und die richtigen taktischen Tipps hat. Es ist ein sehr, sehr grosser Teil, aber man vorgestellt in den letzten 6 Monaten.